Willkommen Leute zu einem neuen Projekt meinerseits, und zwar Mass Effect, der erste Teil. Ich habe ihn bereits schon mal durchgespielt, ist noch gar nicht so lange her. Ich habe mir das Spiel gekauft im Rahmen der Winter-Weihnachtsaktion auf Steam, gleich mit Mass Effect 2 natürlich noch gerade mit dabei. Ich glaube, es hat beide zusammen haben 9 Euro gekostet. Dachte ich mir, hey, kannst nicht viel mit falsch machen. Ich kannte dieses Spiel vorher überhaupt nicht. Umso erstaunter war ich, wie gut es doch eigentlich ist, weil, naja, wie gesagt, klar, Mass Effect war mir schon ein Begriff, aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, es mir wirklich zu kaufen. Warum, weshalb, keine Ahnung. Okay, aber bevor ich mich jetzt hier auch wieder um Kopf und Kragen rede, warum ich das Spiel vorher noch nicht gekauft habe, fangen wir einfach mal eine neue Karriere an. Geheime Informationen angefordert. So, ich werde dieses Spiel... Wie werde ich es denn spielen? Sichere Verbindung bestätigt. Na, das sehen wir nachher mal. Okay, wir haben jetzt hier die Auswahl. Einmal die vorgefertigte ID. Schon Jabbert. Eine bestehende ID aus meinen alten Spielständen. Das wollen wir aber nicht. Oder eine neue ID. Nehmen wir die neue ID. Hier können wir jetzt... auswählen, ob wir einen individuellen männlichen, weiblichen oder einen Schnellstart-männlich-weiblichen Charakter spielen wollen. Das hat den Hintergrund, die Schnellstart-Charaktere, das sind ja, vorgegebene Charaktere. Das heißt, ich kann den Vornamen nicht mehr ändern, ich kann die Klasse, die Charakterklasse nicht mehr ändern und das Aussehen nicht verändern. So, aber ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen individuellen Sean Shepard. Oh komm, hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber ich werde ihn trotzdem Feldorn nennen. Feldorn Shepard. Oh. Das ist gewöhnungsbedürftig. So. Kurz warten, bis diese Datenbank hier kaputt geht. Fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Ja. Zeit vor dem Dienst bestätigen. So, jetzt können wir unsere Vergangenheit festlegen. Das hätten wir bei dem anderen auch nicht machen können. Und zwar haben wir hier Raumfahrer. Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich für das Militär. Kolonist. Sie sind auf Mindoir geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rande der Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindoir und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Oder von der Erde. Als Weise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianzmilitärdienst gemeldet haben. So. Wir sind Raumfahrer. Einfach, weil es sich am besten anhört. Psychologisches Profil. Einziger Überlebender, Kriegsheld oder skrupellos? Ja. Das lese ich jetzt nicht vor. Ich bin einfach mal ein Kriegsheld. So, wie ich es das erste Mal durchgespielt habe, war ich als Experte. Experten sind halt... Na, wir gehen mal die Klassen durch. Soldaten, der typische Soldat. Man kann alle Waffen skillen, man kann schwere Rüstung tragen, man hält in der Regel mehr aus und ja, ist halt so der Allround-Waffenspezialist, bla bla. Der Techniker kann nur Pistolen benutzen, beziehungsweise diese weiter skillen. Benutzen kann man alle Waffen. Und kann sich darauf spezialisieren, technische Feinde, also Roboter und sowas, auszuschalten, zu deaktivieren, die Waffen der Gegner zu schädigen und solche Späßchen. Der Experte kann auch nur Pistolen benutzen, beziehungsweise skillen. Funktioniert ähnlich wie der Techniker, allerdings mit Biotik-Fähigkeiten. Biotik sind Implantate, womit man... Impulswellen erzeugen kann, all solche Späßchen. Der Infiltrator kann ausgebildet werden an der Pistole und am Sniper. Außerdem ist er in dem Technikzweig ein bisschen engagiert, so Dechiffrierung, Hacken, all sowas. Der Wächter hat keine erweiterten Waffentraining-Einheiten, kann dafür aber Biotik und Technik benutzen.
Und der Frontenkämpfer kann Biotik und Pistolen bzw. Schrotflinten weiter skillen. Ist quasi mehr oder weniger ein Nahkämpfer. Ich werde den Wächter nehmen, weil er eine ziemlich hohe Feindkontroll-Aspekt hat. Und ich das einfach in allen Spielen immer lustig finde. So, hier können wir jetzt ein eigenes Erscheinungsbild oder einfach das Erscheinungsbild bestätigen. Ja, ich lasse ihn einfach mal so. Profilwiederherstellung beendet. So, wir sind jetzt Feldon Shepard, Herkunft, Raumfahrer, Reputation, Kriegsheld, Klasse, Wächter. Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Intro-Sequenz. Die ist ein bisschen länger und ich... Ja, sie ist ein bisschen länger. Schaut einfach rein. Ah, Moment. Hier sind wir, ne? Identifikation bestätigt. Ach so, ja. Kampfschwierigkeit normal, automatischer Stufenaufstieg. Im Rahmen dieses Let's Plays werde ich das mal nur auf Squad setzen. Also, dass ich noch selbst skille, aber mein Squad selbst geskillt wird. Zielhilfe, normal, Squad, bla bla bla. Ja. Ah, ne. Okay, viel Spaß bei der Zwischensequenz. Was wissen wir über Shepard? Er ist ein Raumfahrer. Hat die meiste Zeit seines Lebens auf Sternenkreuzern verbracht. Fast die ganze Familie war beim Militär. Beide seine Eltern waren bei der Flotte. Er hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Er hat die Bodentruppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf. Ihm allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Sein Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. So, hier sehen wir auch gerade BioWare-typisch, wie in den meisten Spielen von BioWare. Wir haben hier ein kleines Auswahlsystem, wie dieser Dialog weitergeht. Hier oben, das sind immer die guten Antworten, beziehungsweise meistens die guten Antworten. In der Mitte meistens neutralere. Und unten sind eher die etwas forscheren, ja, hier stell dich nicht so an Antworten. Ja, ich würde sagen...
Wir werden da mal eher so den Weg des guten Neutralen gehen. Kommt aber auch ganz drauf an, was da für Dialogoptionen ausstehen. Wenn da irgendwas steht, was ich total hirnrissig finde, werde ich natürlich auch was anderes klicken. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Er klingt verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. So. Ja. Ich kann uns jetzt auch das erste Mal frei bewegen. Wie ihr hier seht. Obwohl wir ein Wächter sind und eigentlich keine Waffenmodifikationen selbst erlernen können. Wir können trotzdem Pistolen, was ist das? Sturmgewehr, Schrotflinte und Sniper benutzen. Die sind dementsprechend nicht wirklich effektiv. Haben hier schon die ersten Skills, einmal Werfen und einmal Sabotage. Die können wir uns hier oben in unsere schöne Leiste reinziehen, ganz RPG-technisch. Ja, es ist eh so ein Mix zwischen RPG und Shooter. Also auch hier, wir können unseren Charakter, ja, skillen. Wir können ihm sagen, hier die Ability werfen, ein bisschen aufstocken, dann schalten wir hier hinten dann Heben irgendwann frei und so weiter. Also es hat einige RPG-Aspekte, das muss man wirklich so sagen. So, lähmt organische Feinde. Ich möchte jetzt aber erstmal hier unten schauen. Reduziert die Abklingzeit von Werfenbarriere und... Ah, okay. Gut, hier unten die Wächter-Ability erhöht schon die Pistole. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, da die ganzen Fähigkeiten hier ziemlich lange Cooldown-Zeiten haben. Hier zum Beispiel 60 Sekunden. Ja, der auch 60 Sekunden. Das ist schon nicht ohne. So. Okay. Ja, das Spiel ist auch schon ein bisschen älter, deswegen wundert euch nicht über die Grafik. Ich habe da auch versucht, ein bisschen was dran rumzudrehen, dass dieses Rauschen aus dem Bild mal rauskommt. Aber es geht nicht. Das ist einfach in der Grafik drinne und ja. Wie gesagt, ist ein bisschen älter, aber es macht ja nichts. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Streitgespräch. Ja, fragen wir mal nach dem Streitgespräch. Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Ich sehe mir diese Sache mal an. Auf Wiedersehen. Na, was meint denn er? Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Ja, da stimme ich ihm zu. Wir sehen uns die Sache mal an. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Ja, es ist schon mal ein bisschen komisch, was hier abgeht. Die komplette Crew ist auch ein bisschen... Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Milchspubi. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Ah, der Doc hat recht. Ja, entspann dich mal. Bleiben Sie ganz ruhig, Corporal. Ein guter Soldat bleibt immer ruhig. Selbst unter Feindbeschuss. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Nur eine Mission, Untersuchung... Oh, fragen wir ihn mal. Niles. Was können Sie mir über Niles erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus.
Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Niles selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hörte, dass Niles einmal ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Ich kann es kaum glauben. Ich bin auf einer Mission mit einem echten Spectre. Ja, immer diese Heldengeschichten, bla bla. Das habe ich auch gemacht. Die Spectres. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Fragen wir mal... fragen wir auch noch nach Eden Prime. Sie stammen von Eden Prime, oder Jenkins? Wie ist es da? Es ist ein sehr friedlicher Ort, Commander. Alles wurde in aller Ruhe entwickelt. Es gibt kaum Probleme mit Lärm oder Verschmutzung in der Stadt. Meine Eltern lebten im Außenbezirk der Kolonie. Nachts bin ich immer auf diesen großen Hügel geklettert, um über die Felder hinweg die Nachtlichter der Kolonie zu sehen. Ein wundervoller Anblick. Aber als ich älter wurde, war mir klar, dass es dort zu ruhig für mich sein würde. Darum bin ich zur Allianz gegangen. Selbst ein Paradies kann auf Dauer langweilig werden. Wissen Sie, warum wir nach Eden Prime fliegen sollen? Keine Ahnung, Commander. Eden Prime ist eine unserer stabilsten Kolonien. Ein guter Zielort für den Testflug der Normandy, schätze ich. Es gibt keine wirklichen Gefahren dort. Aber es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Wir haben einen Spectre an Bord. Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass die eigentliche Mission beginnt. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon beim skylianischen Angriff beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Kleiner Heißsporn da. So, aber bevor wir nach da vorne gehen und mit Nihlus sprechen, mache ich einen kurzen Cut. Bis dann.